Ahoi, liebe Schottland-Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es geht los. Wir wollen nach Schottland, haben 17 Tage dafür eingeplant. Ja, in Schottland, ne? Nur in Schottland. Wir haben natürlich ein bisschen mehr Tage mit An- und Abreise. Wir müssen dazu sagen, wir haben heute Montag, den 29.04.2024. Und wir sind schon seit Samstag aber unterwegs, haben zwei Übernachtungen mitgemacht und stehen hier. Einem Ort, wo wir gleich mehr drauf zugehen wollen. Auf jeden Fall seht ihr jetzt wunderbare Aussicht. Ja, direkt an der Fähre. Naja, ob das jetzt so wunderbar ist, das ist jetzt die Frage. Weil um 6 Uhr geht's los. Aber so richtig los geht's. Wann eigentlich? Weil ich schon wieder viel zu viel gelabert habe. Nach dem Intro. Oh Mann, warum machen wir es denn? Ruhige Nächte haben wir auf jeden Fall verbracht. Wir waren erst in Schüttorf, das ist ein kostenloser Stellplatz. Der ist richtig genial, weil sie ihn auch erweitert haben. Ja, da konnte man nicht meckern. Der liegt von uns aus gut auf dem Weg, also von daher aus dem Rück durch da und so weiter. Also das passte super. Ideal. Und dann sind wir weiter weggefahren. Wir wollten eigentlich in Rotterdam in der Nähe was haben. Ja, laut Park4Night ist ein Stellplatz, da steht aber eindeutig Übernachten verboten. Genau, da denkt man sich, dann ist das kein Stellplatz, das ist ein Parkplatz. Ist ein Museumsparkplatz, wo viele Wohnmobile und Busse und so weiter stehen können. Genau, ja, aber nur tagsüber. Dem muss ich noch melden, dass das halt schwachsinnig ist, dass das so nicht funktioniert. Wir sind dann weitergefahren und da hatte ich schon, hoffentlich funktioniert das, weil es sind nicht viele Plätze. 10 Stück an der Zahl, hier in Maas-Luis. Genau, in so der Nähe. Auch. Also dieser Stellplatz heißt hier wie? Camper Parking Verstop. Genau. Wir blenden euch das natürlich ein. Direkt an der Fähre. Also ihr könnt die ganze Zeit auf die Fähre gucken. Das ist schon schön. Und zwar von 6 bis 19 Uhr. Ab 19 Uhr ist Feierabend. Von Montag bis Sonntag fährt die Fähre. Aber immer von 6 bis 19 Uhr. Danach gibt es noch eine Fußfähre, Fußgänger- und Fahrradfähre. Die startet aber von woanders. Also gar kein Problem. Und wenn man Glück hat, kann man hier Kreuzfahrtschiffe beobachten. Irgendwann die Nacht ist heute die AIDA Nova durchgefahren. Ganz leise, wir haben sie überhaupt nicht gehört. Also das auch mal so nebenbei. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man jetzt ganz gut die Fähre sehen. Ich zeig euch das mal. Das siehst du ja, ob man sieht. So. Also das ist die Fähre und im Hintergrund fahren immer mal Schiffe. Ja, halt schön, ne? Also mehr Schiffe auf jeden Fall als auf dem Nord-Ostsee-Kanal, kann man sagen. Ja. Ja, ja. Und was cool ist, wie gesagt, du bezahlst alles hier per App, werden wir alle Informationen in der Videobeschreibung reinpacken. Auf jeden Fall können wir sagen, von hier aus haben wir es zum Europort nur noch 15 Minuten. Genau, wir würden die Fähre nehmen, einmal rüber und dann können wir dann im Prinzip die, weiß ich nicht, 2-3 Kilometer noch fahren. Das passt also super, ja. Was das kostet, werden wir euch dann später sagen, weil wir müssen genau schauen. Ja, wir haben Teigkitten angesetzt. Genau, gestern haben wir noch einen Kuchen fertig gemacht, damit wir jetzt Kuchen haben und so weiter für die Fähre dann auch so ein bisschen. Und wir haben den Teig, den Brotteig angesetzt, und zwar für Weiß- und für Roggenmischbrot. Ja. Weißbrot und Roggenmischbrot. Weil wir auf der Fähre nichts kaufen wollen, also die Fähre rüber nach Hall, weil wir einfach sagen, muss nicht sein. Wir machen uns Brote, also die geht ja um 21 Uhr los und kommt morgens um 6 Uhr an oder sowas. Das macht gar keinen Sinn. Um 8 oder so. Auf jeden Fall brauchen wir es nicht. Wir sparen ja auch eine Stunde. Wir haben ja wieder eine Stunde gewonnen, wenn wir rüberfahren. Ne? Ah, das ist gut. Ist auch sehr gut. Gut, jetzt haben wir schon wieder 3 Minuten gelabert, noch gar nichts von Schottland gezeigt, aber ich verspreche euch, in diesem Video sind wir noch in Schottland. Zeigen wir euch die komplette Anreise. Nach England erstmal. Bis vielleicht auch Schottland, das wissen wir auch nicht. Gucken wir mal. So, und jetzt werden wir noch den Tag hier so genießen, weil die Fähre geht erst in gut 9 Stunden. Ja. Every time that my mind slipped, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers? So, jetzt bin ich vor die Tür gegangen, weil ich euch natürlich auch den Stellplatz einfach mal zeigen will, weil das ist schon was Cooles hier. Also
A, seht ihr bis nach da hinten, das sind insgesamt 10 Stellplätze. Wie gesagt, wahrscheinlich kostet das pro Wohnmobil mit einer Person 10 Euro. Pro zusätzliche Person, die dazukommt, nochmal 5 Euro extra. Und wie gesagt, ihr seht die Aussicht direkt, ist es die Mars, keine Ahnung, da habe ich keinen Plan von. Auf jeden Fall ist wieder gut leer geworden, es war schon mal voller. Was der Platz auch hat, auch wenn das jetzt hier natürlich nicht so schön aussieht, wobei das Ganze, weiß nicht, ob das Pfand ist, ist, dass es hier auf jeden Fall auch die Müllentsorgung gibt. Für Hundekot, normaler Restmüll, Biomüll, also hier wird schon ein bisschen ausgeteilt. Und hier nochmal für euch, damit ihr seht, da wieder kommt die Fähre an, die uns nachher rüberbringt. Wahrscheinlich zwischen 5 Euro und 6,66 Euro. So genau wissen wir es noch nicht. Wie gesagt, sehr, sehr ruhig, sehr angenehm. Hier lässt es sich aushalten. Mal gucken, ob die Klappe gleich runtergeht, ob man das dann hört, dass ihr so ungefähr wisst, wie laut das ist. Ja, dann ist die Straßenbahn Richtung Hoek van Holland und auch Rotterdam direkt in der Nähe. Ja, der letzte, der hier war, es war mal wieder ein Schwein. Es war ein Karthago-Fahrer, das kann ich euch auch sagen. Also da ist die Fähr- und Entsorgung. Man kann es sauberer machen, richtiges Dreckschwein. Früher war da die Entsorgung, das gibt es nicht mehr. Frischwasser ist dort, aber nur mit der App. Also ihr müsst da was aktivieren, sonst geht es nicht. Jetzt überlege ich, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ja. Wie gesagt, die Aussicht genial und das Wetter heute auch perfekt. Was will man mehr? So, ich gehe jetzt wieder rein. Stefan ist am Rummachen. Wie gesagt, für euch, wir haben ja ein schwarzes Auto, deshalb alle Fenster oben. Sonst ist es nicht auszuhalten. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Das nächste Mal, dass wir uns melden, ist auf den Weg wahrscheinlich zur Fähre bzw. zur Pier & Cruises. Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me. Und schon stehen wir am Port. Ja, kaum sind wir gefahren, standen wir. Wir können für euch auf jeden Fall jetzt sagen, 30 Euro hat das gekostet. Wir hätten natürlich noch eine Nacht stehen können bis morgen 12 Uhr. Mhm. Wollten wir aber nicht. Wir wollten heute alles in Ruhe machen. Wir haben Schnittchen geschmiert, das habt ihr gesehen. Ja, die Fährfahrt habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich Dösel hatte jedes Mal nicht angemacht, die Kamera, weil ich auf das Navi natürlich geguckt habe, weil wir nochmal tanken waren. Passiert. Weil das wurde ja uns empfohlen in dem letzten Video Hilfe Schottland, wurde ja gesagt, wir sollen noch vorher in den Niederlanden tanken. Haben wir jetzt voll gemacht. Mal gucken, ob das wirklich so richtig war. Aber ich gehe davon aus, ich habe schon gehört, das soll teurer sein. Mhm. Ja, dann sind wir jetzt hergefahren. Und jetzt heißt es warten. Wie gesagt, die Pässe sind schon hier. Das Boardingpapier ist auch da. Also eigentlich alles da, was wir brauchen. Jetzt heißt es abwarten und schauen, was so bringt. Theoretisch in 7 Minuten. Dann wird hier wohl die Tore hier sich öffnen sozusagen und dann werden wir kontrolliert. Mal sehen, ich bin gespannt. Na, erstmal nur Check-in. Ja, Check-in, dann Kontrolle und mal sehen. Mal sehen, was so alles passiert. Ich bin sehr gespannt. Also, wir wissen es ja nicht. Nee, werden wir euch berichten. Genau, das heißt, wir melden uns wahrscheinlich nochmal vorm Schiff wieder oder halt vorm Schiff. Wir wissen es nicht. Genau. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real. Willkommen! Nein! Nein! Ahoi, liebe Kabinenfreunde! Genau, auf Kabine 10.0, nee, 10.447, oder? Nee, 10.476,
nebenan sind englische Nachbarn mit der 10477. Ja, okay, wie auch immer. Wir hätten einfach die nur herrennen müssen. Wurscht. Haben wir eigentlich auch gemacht, und deshalb sind wir zu der Kabine gekommen. Relativ ganz weit am Ende sind wir. Genau, wir wollen euch mal kurz die Kabine wenigstens zeigen. Also, ein Bett für mich, ein Bett für Stefan. Wir machen getrennte Betten. Irgendwann, es war doch mal Zeit, wir sind lange so verheiratet. Ja, dann. Ein schöner Blick nach draußen. Also, klar, das ist jetzt der Port, logischerweise. Genau, das Gute ist, wir können es auch verdunkeln, wenn wir wollen. Also, das ist auch gut, aber wir wollen es natürlich hell haben. Badezimmer. Für euch, wir sind auf der Port of. Auf der Pride of Rotterdam. Also hier mieft auch nichts, hier ist alles super schön sauber, also alles prima. Ja, und was auch schön ist... Der Eingangsbereich. Guck mal, da bist du. Ja, ich sehe mich. Scheußlich. Ja. Und hier haben wir Wasser, also wir können uns Tee und Kaffee machen. Und jetzt muss man sagen, kurz vor 16 Uhr war Check-in. Ja. Dann entsprechend wurden unsere Pässe geprüft. Genau, vom Zoll. Die haben gefragt, wo wir hinwollen. Ja, ich gesagt, Schottland, ich wollte nach Scotland. Ja, okay, egal. So, und jetzt ist es, sage und schreibe, 17.09 Uhr. Wir sind schon auf der Kabine, eine Stunde hat das alles gedauert. Hätte ich echt lange gedacht. Ja, das ging super. Und jetzt gucken wir mal raus. Mal was sehen. Blöde war, aber das muss ich ehrlich sagen, wir fahren dann auf die Schiff drauf und die Einweise sind sich nicht ganz klar gewesen. Ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Ja, hinter dem her. Okay, alles klar, ich hinterher. Und dann brüllen sie. Ich denke mir, was wollen die denn? Anstatt das zu zeigen, nee, ich sollte rückwärts fahren. Ich sollte rückwärts wieder ran. Ja, das haben sie halt nicht gemacht. Aber vielleicht mal zeigen, dahin. I believe I can fly. Ja, ich glaube, die haben hier gekifft. Glaube ich auch. Jetzt wollen wir rausgehen und mal gucken, was das Schiffchen draußen noch zu bieten hat. Ne? Richtig, mal sehen. Mal sehen. Schönes Wetter auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Da sind wir auf dem Sonnendeck. Ja. Deck. Also, Sonne. 11. Ja, da. Ist da. So, jetzt ist Sonne. Ja, aber ich muss ja noch mit. Hast du auch dein Bett? Ist ja frech. Aber geht zu mir runter. Was gut ist, es ist eine Innen-Lounge. Das heißt, ich kann auch hinten sitzen und kann trotzdem rausgucken. Das finde ich ja für mich als totalen Schisshasen genau richtig. Ja, nach vorne hin weiß ich gar nicht, ob man da gehen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Nee, ist er zu? Ich glaube, ist eher zu. Oder man muss halt noch weiter durch und dann vorne hoch oder so. Nee, ich glaube, da ging gar nichts. Aber was halt cool ist, du kannst jetzt hier Treppen runterlaufen. Du kannst immer weiter runter. Ja, so, das da. Geht. Das könntest du ja einfach mal machen. Du kannst ja laufen. Genau, das kann ich machen. Wir können einfach reden, ohne zu reden. Obwohl, ich glaube, ein bisschen kann ich noch mitlaufen. Ich wollte gerade sagen, hier kannst du auf jeden Fall mit runter. Das geht alles. Ja, das sagst du. Ja. Ja, ist doch schon nett, ne? Also das sind hier so mehrere Ebenen hier auf jeden Fall. Ja, das hat Deck 10 sind wir auf jeden Fall. Ja, es hat ein bisschen was dann jetzt von Atania, ne? Das hat ein bisschen was von Atania, genau. Nur, dass da hinten die Bar ist. Aber hier haben wir jetzt keine Bar. Und hier stehen die LKWs, die hätten wir dann auch nicht. Ach, guck mal an. Also auf dem Weg sind wir übrigens auch reingefahren. Ja, da ist nämlich noch ein Wohnmobil, was mit will. Und weißt du, was schön ist? Na? Oma Klaus und Oma Susi kommen auch mit. Wer ist denn das? Oma Suse, keine Ahnung. Da steht Opa Klaus und Oma Suse. Ah, LKW-Fahrer aus ST Stade? Nee. Nein, Steinfurt, das ist reine die Ecke. Steinfurt, Auf jeden Fall ist hier dreckig, du musst aufpassen, wo du anfährst. Ich hab du musst ja auch nicht überall alles angrabbeln. Ja, ich muss ja runter, ich muss mich da festhalten. Steht sogar in unserer Kabinennummer drin. Aha. Okay. Wahrscheinlich in einer Hand. Hab ich wieder nicht gelesen, egal. Ja, auf jeden Fall, man könnte noch ein bisschen weiter runter, das auf jeden Fall, aber ich laufe jetzt hier nicht alles runter. Nee, aber es ist ein schöner Blick in den Hafen auf jeden Fall. Und man sieht Kaiserwetter. Haben wir ein Glück. Ja, wir sind gespannt, wie natürlich das läuft. So. Ich glaube, jetzt haben wir aber genug gelabert, haben wir schon ein bisschen was gezeigt. Wie gesagt, jetzt ist es 17 Uhr, in sage und schreibe 4 Stunden geht's ja eigentlich erst los. Das heißt, wir haben jetzt genug Zeit. Wollen wir eine Cola an der Bar trinken oder so? Ja, hört sich gut an. Weißt du, was wir nicht mitgenommen haben? Na? Wir haben keine Spiele mitgenommen. Das stimmt, das war ja doof. Das war ja sehr doof. Aber du könntest noch runter ins Auto. Ich gehe jetzt nicht mehr runter. Aber haben wir vergessen. Haben wir vergessen. Ist so. Shit happens. Ja, müssen wir mal gucken, wie ich mich anderweitig mit dir unterhalten kriege. Kriegen wir schon hin. Been fine.
try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see. Make you see. That we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize. I apologize. Mahlzeit. 20.13 Uhr. Wir sind wieder zurück in unsere Kabine, waren jetzt wirklich die ganze Zeit eigentlich draußen. Okay, wir haben uns einmal das Schiff angeschaut, da gibt es eine Irish Bar. Ob wir hier überhaupt wirklich uns was anschauen? Wahrscheinlich eher nicht, weil ja, bis wir hier loskommen, könnte es 22 Uhr sein, ja, wenn das so weitergeht. Mal. Und ja, wenn das so spät ist, wir wollen doch geruhsam schlafen, weil morgen früh fehlt uns ja eine Stunde wieder. Sie klauen uns schon wieder ein. Soll ich wieder Clickbait machen? Nee. Kam so schlecht an, ne? Also viele haben, das merke ich aber auf jeden Fall, viele haben es nicht verstanden, haben also keinen Humor. Weil wir haben es ja wirklich sehr schnell aufgelegt. Ja, dargelegt, das ist. Es ist halt so, ne? Das ist halt einfach so. Andere machen das nun mal auch, aber wir wollen das ja nicht als Standard. Nee, wir machen das kein Haben wir ja auch gesagt. Ja, wir haben jetzt eine Mahlzeit. Unsere Brotzeit, weil wir haben jetzt echt Hunger. Es ist wieder 20.15 Uhr. Ich denke mal, es wird Zeit, dass wir was essen. Das selbstgemachte Brot. Genau, richtig. Ich glaube, ich habe da noch Lachs drin. Du hast da Lachs drin, Bresso drin, Wurst. Ja, ich habe Leberwurst und Wurst. Und das werden wir jetzt essen mit ein bisschen Wasser. Ja, genau. Und dann lassen wir uns gut gehen. Und vielleicht zeigen wir euch jetzt noch was. Oder auch nicht. Ein paar Szenen habt ihr ja gesehen, die AIDA, die gerade rausgefahren ist. Genau. Ja, und jetzt Mahlzeit, ne? Mahlzeit. Schönen guten Morgen. Eine ruhige Überfahrt war es schon mal. Wir haben es 6:01. Gleich wird bestimmt eine Ansage durchgehen. Ja, das kann sein. Hier ist ein Tee drin. Und ein Käffchen, weil wir haben wunderbar einen Wasserkocher hier an Bord. Und ja, dann konnten wir, waren wir jetzt unsere Frühstückzeit schon sehr früh am Morgen. Der erste, wie nennt sich das? Leuchtturm sind wir dann vorbei. Land ist auch schon in Sicht. Mhm. Aber es dauert natürlich, bis wir ankommen. Ich glaube, 7:30 Uhr laut der Londoner Zeitzone. Genau. Und jetzt auf meinem Handy ist es noch ist es kurz vor 7. Punkt. Oder ist 7 Uhr bei mir auf dem Handy? 6 Uhr. Genau, bei mir ist es halt 7 Uhr. Nein, auch dein Handy
Hat sich schon umgestellt? Hat sich jetzt in die neue Zeitzone reingelegt. Das ist das Gute natürlich, oder okay. Das Schlechte, weil man es nicht genau weiß. Ich wollte gerade sagen, weil der Wecker klingelt natürlich jetzt nicht. Ich habe gesagt, 7 Uhr klingeln des Weckers, aber Jo, dann wie gut, dass wir einfach schon wach waren. Es war auch sehr komisch getrennt zu schlafen, muss man sagen. Ja, also das muss ich auch sagen. So, auf jeden Fall schön der Sonnenaufgang. Ja, den zeigen wir euch jetzt und dann melden wir uns entweder nochmal vom Schiff oder halt, wenn wir unten zum Auto kommen, wir stehen ganz hinten in der Ecke. Ja, wir sind auf jeden Fall die Letzten, die hier rausfahren. Aber ist nicht so schlimm. Jo. Haben wir Zeit. Wir haben genug Zeit. Und jetzt guten Hunger. Mahlzeit. Everybody makes mistakes. Because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we said goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk. You don't wanna decide. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we said goodbye. Baby, I'm too fed up. Er ist das erste Mal auf englischem Boden. Genau, aber wir können ja da mal rübergehen, weil da ist ein Fußweg. Ja, und ich betrete gleich das erste Mal mit dem da zusammen. Wobei, das du bist auch das erste Mal auf englischem Boden, wo es nicht in der EU ist. Stimmt, hast recht. Das ja, zur Europäischen Union, genau. Ja. Genau. Ja, in Europa bleiben wir. Auf jeden Fall können wir jetzt sagen, wir müssen aber einmal um diesen Stein rum, ne, weil... Ja, ich zeig euch das mal. Hier war Dirk ja auch von der Wand hier on Tour. So, wenn ich jetzt auf der Seite, wenn ich jetzt dahinter springe, Scotland. Dann bin ich doch jetzt in Schottland, ne? Ja. Ich komm mit. Dirk, so. Kommst du mit? So, ich hab's auch geschafft. Guck mal, schon, Mensch. Schon ist ein bisschen windgeschützter. Ist ja irgendwie gar nicht anders, ne? Oder? Irgendwie ist das ja genauso, oder? Irgendwie genau dasselbe. Aber in Grün. Hier muss man einfach mal angehalten haben. Welcome to Scotland. Wir sind gespannt. Wir hoffen, dass unser Stellplatz in Edinburgh klar geht. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall dann schottische Pfund. Oder britische Pfund, je nachdem, was wir da kriegen. Ja, das können wir morgen, glaube ich, in der Stadt ganz gut organisieren. Ja, wir müssen mal gucken. Hoffentlich nimmt der Platz auch schon da was an, weil ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir noch gute 100 Kilometer. Ist jetzt wirklich bis wir da sind. Ich freue mich echt drauf. Ab jetzt kann man ganz offiziell ja sagen, beginnt unsere schottische Reise. Ja, das auf jeden Fall. Da also, steht's auch nochmal. Ganz groß. Ob man es sehen kann. Wenn nicht, ziehen wir es ein bisschen ran. Ich glaube, man kann es sehen. Und außerdem machen wir Fotos, ne? Ja, genau. Das sowieso. Ja. Und die machen wir nämlich jetzt auch. Wir müssen noch ein paar Fotos machen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in Edinburgh wieder. Weil dann... Genau, wir werden jetzt nach Edinburgh weiterfahren. Das ist der Plan. Ja, ich würde mal sagen, das ist so wirklich typisch Großbritannien. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich hätte gesagt, es ist schottisch. Ja, jetzt ist es schottisch. Und dann der Baum gefällt mir hier mit den weißen Blüten. Ja, das ist ja Frühling. Kirschblüte oder sowas. Das ist, glaube ich, ein Kirschbaum. Ja. Gehen wir rechts lang, wo man eigentlich links gehen muss? Wir können auch rechts lang gehen, genau. Wir sind auf jeden Fall angekommen und haben richtig Glück gehabt. Ihr wisst vielleicht, wenn wir mal jetzt, wir zeigen mal die Karte hier.
Kaum mache ich mir die Arbeit eigentlich. Kilometer haben wir jetzt eigentlich heute gemacht? Kilometer haben wir knappe 400 Stück. 400 oder ein bisschen mehr, ne? Also. 400, machen wir aber Pi mal Daumen. Ja. Willst du in die Detailtiefe gehen? Nee. Nein, also 400 Kilometer haben wir jetzt gemacht. Und jetzt, wie gesagt, die Karte, die ich euch einblende, da seht ihr den einzigen Stellplatz, den es in Edinburgh gibt. Ja. Das ist genial. Wieso? Das zeigen wir euch gleich, weil genau. ich hab das nicht geglaubt, was er da gesagt hat. George? George, genau. Also wir wurden super nett empfangen. Das ist wirklich so, wie jeder das sagt. Super nett und ganz bläuschenhaft und so weiter geht das gleich erstmal los. Wie sind denn eure Namen und so weiter? Also ja. Ganz, ganz toll. Und es sieht echt schon genial aus. Ja, also wenn man sich das anschaut. Straßen dort. Ich meinte eigentlich eher die Straße, ne? Ach so, Moment. Oh ja. Genau. Du siehst. Oh ja. Herrlich. Siehst das ja so gar nicht. Auf jeden Fall richtig cool. Man bezahlt für den Platz, wo wir sind, 25 britische Pfund. Ja. Wir bleiben sage und schreibe 2 Nächte da, weil morgen, also im nächsten Video, schauen wir uns auf jeden Fall Edinburgh komplett an. Edinburgh oder Edinburgh komplett an. Also das, was wir sehen können. Dafür fährt nämlich in die Buslinie direkt rein. Das haben wir auch schon gehört. 206 oder 260, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Das wir hoffen ich jetzt mal, dass es nicht so viele davon gibt. Nee, wenn, dann die App. So, und das ist das, was wir auf jeden Fall genießen können. Ja, wir haben euch ja gezeigt, Schottland reingekommen. Coole Strecke. Wir haben viel Zeit schon hinter uns und jetzt aktuell haben wir es 14 Uhr. Das ist eine schöne Zitrone. Das wäre was für dein... Na Marcel, das wäre doch was für dich, oder? Naja, für mich nicht, aber für den anderen. Ja, für den anderen ehemaligen Kollegen. Ich muss jetzt leider sagen ehemalig. Ach nee, darf ich noch nicht. Ach, heute? Er ist ja heute noch ein Kollege. Morgen nicht mehr. Heute darfst du. Ja. Gut, wir haben jetzt genug gelabert. Wir melden uns zur Abschiedsszene von einem ganz besonderen Ort. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Bilder hier aus dem Stadtteil. Keine Ahnung, wo wir sind. Auf jeden Fall in der Nähe von Edinburgh. See me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. So, da sind wir dann angekommen. Wenn ich mir die Videos so anschaue, in der Regel, muss ich sagen, ist niemand komischerweise am Strand von Edinburgh. Nee, würde ich auch eigentlich sagen. Schaut euch das einmal an. Ist das nicht schön? Portobello nennt ja. Sich das hier. Ich hoffe, man kann mich überhaupt hören. Es ist so windig hier. Ich wollte gerade sagen, so, jetzt ist besser. Also Bello heißt ja auf Italienisch schön. Also von daher schöner Strand. Können wir das definitiv bestätigen. Es ist sehr schön. Bello, bello. Genau, viele Restaurants gibt es hier und auch, wie heißt das hier, Bütchen, wo du halt Crabs und sonst was für Zeug holen kannst. Für ja. Uns nicht. Nee, weil wir müssen nämlich noch zur Bank of Scotland, weil wir wollen ja erstmal schottische Pfund uns abheben, damit wir auch wirklich mal mit Bar zahlen können, sicher ist sicher. Und wenn wir am Schluss was übrig haben, dann mal den letzten Laden kurz vor, werden wir das Geld wieder ausgeben. Ja, alles gut. Das wissen wir. Kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall mit diesen Bildern. Also sprich, wir wollen mit einem Strand schon mal aufhören, denn wir erwarten von Schottland viele geile Strände. Aber das alles jetzt im Laufe der Serie. Wir hatten eine tolle Anreise. Ja. Wir können auf jeden Fall Rotterdam Hall sehr empfehlen. Den Stellplatz in Rotterdam ist ideal. Dann hast du 15 Minuten bis zum Port. Also besser geht's eigentlich. Es ging auch alles komplett problemlos. Also es war nirgendwo das Problem, wirklich nicht. Ja, bei der Ausreise gab es auch keine Herausforderung. Nee, bei der Einreise nicht, also alles prima. Ja. Alles super. Also wir hoffen, ihr seid angefixt. So ein bisschen
von Schottland, wie gesagt, das war die Anreise. Es geht dann demnächst weiter mit Edinburgh. Einen ganzen Tag werden wir uns die Stadt anschauen. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Auf jeden Fall bleibt so lange uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. I know that you're curious, I know that you're strong. But life can be furious and things can go wrong. You go, you go. We're better off tomorrow, but who knows, who knows if we get joy or sorrow. Stay true to that fire.